Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mal über Musical.ly reden, eher gesagt TikTok. Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt mal eine Zeit lang angeguckt und bin auch wieder aktiv auf Musical.ly. Ich sage jetzt einfach Musical.ly, weil, wie gesagt, ich kenne es halt einfach nur so. Und ich muss mich auch dran gewöhnen, TikTok zu sagen. Deswegen nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich Musical.ly sage. So. Ich bin wieder aktiv auf Musical.ly und mache jetzt auch wieder sehr oft meine Videos und es kommt wirklich sehr gut an. Ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass es so gut ankommt und ich gebe mir auch wirklich Mühe momentan. Auch jetzt was Videostar angeht, also Videostar, damit kann man dann die Musical.lys bearbeiten. Videostar hat nämlich sehr coole Effekte für Musical.ly, also wenn ihr dazu mal ein Tutorial haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und dann drehe ich dazu ein Tutorial. Was ich eigentlich sagen wollte, und zwar liegt mir etwas auf dem Herzen. Ich habe jetzt schon einige Musical.lys in letzter Zeit hochgeladen. Gucke mir natürlich auch die Kommentare an. Und ich gucke auch halt von anderen Personen die Musical.lys an. Und gucke halt auch immer durch die Kommentare, was die Leute so schreiben. Und ganz ehrlich, Leute, es ist eine Frechheit. Also, ich meine, Hate, wir sind ja hier im Internet, bla bla, Hate gibt es immer, man sollte auch damit klarkommen müssen, alles schön und gut. Aber ich meine, also ich spreche jetzt einfach nur die App TikTok an, wie sich das einfach verändert hat. Also ganz ehrlich, ich habe mit 16 angefangen und jetzt bin ich 19. Es ist auf jeden Fall eine Menge Zeit vergangen und ich weiß noch, wo ich 2016 angefangen habe, war die App in Deutschland noch nicht so erfolgreich wie in Amerika und da kam das langsam nach Deutschland und viele haben dann auch begonnen Musical.lys zu machen, zum Beispiel ich, habe mich dort angemeldet, fand das ganz cool, wie die amerikanischen Mädels da ihre Videos machen und habe das dann auch gemacht. Und meiner Meinung nach war es bei Musical.ly mit dem Hate früher nicht so stark wie jetzt. Ich finde, jetzt ist das total übertrieben. Und das ist eigentlich schade, weil ich weiß nicht, Musical.ly war früher wie so eine Gang und alle haben zusammengehalten und Duets gemacht und die coolen Videos gefeiert und keine Ahnung was. So, klar gab es da auch Hate, das ist also wie gesagt keine Frage, aber so wie jetzt, es ist schon wirklich krass irgendwie. So, ich finde das total heftig. Ich glaube schon, dass es auch daran liegt, weil sich der Name geändert hat, meiner Meinung nach. Ich liebe diese App und ich werde sie auch immer lieben, weil durch diese App bin ich eben, kann man ja so sagen, bekannt geworden. Ich finde das einfach traurig, wie diese App sich halt entwickelt hat. Vom Namen her, von dem Update her, von den Leuten auch. Es hat sich irgendwie alles, ich weiß nicht, es hat sich einfach komplett verändert. Wenn ihr das genauso seht, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, eure Meinung. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Im Endeffekt kann man sich jetzt da stundenlang drüber aufregen. Manche Sachen, muss ich echt sagen, sind wirklich cool gemacht. Mit den Effekten und alles. Dass es da jetzt auch viel mehr Auswahl gibt. Alles schön und gut, aber trotzdem, es ist nicht mehr das, was es mal war. Der Name sagt ja schon alles, dass es halt nicht mehr so ist, wie es war. Früher zum Beispiel, wo man sehen konnte, wer weltweit auf Platz 1 ist oder deutschlandweit oder europaweit. Das kann man jetzt alles gar nicht mehr sehen. Deswegen, man kann ja nicht so schlecht reden, aber irgendwie wünsche ich mir einfach dieses Musical.ly zurück und ich vermisse das irgendwie total. Aber naja, so verändert sich halt alles leider. Jetzt sehe ich viel öfters Hate auf Musical.ly. TikTok. Ja, ist irgendwie schon schade, was es generell auch für Menschen gibt, die überhaupt da draußen jemanden den Tod wünschen. Ist einfach ekelhaft und respektlos, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, was mit solchen Menschen, weiß ich nicht, was da in... Kann es mir wirklich nicht erklären. Aber das werden wir wahrscheinlich eh nie verstehen können. Egal auf welcher Plattform, sowas wird es leider immer geben. Solche Menschen vor allem. Egal ob Instagram, YouTube, Facebook, Musical.ly, was auch immer. Also wenn ihr, wie gesagt, ein Tutorial haben wollt für Videos da, wie ich dann meine Musical.lys bearbeite, TikToks, I'm sorry. Ach, man muss sich da echt dran gewöhnen, das ist total scheiße. Das ist auch scheiße. Musical.ly war voll der geile Name. Ohne Witz.
Musical.ly war einfach der perfekteste Name für diese App. So, egal, kann man nichts dran ändern, ist jetzt so und müssen wir so akzeptieren. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ja.